Schön, dass du da bist. Ja, lieber Felix, ich freue mich, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Denn heute kann ja ich jede Menge von dir lernen und nicht nur ich, sondern... Auch ihr? Auch ihr und zwar ziemlich viel. Mhm. Der Felix ist nämlich, falls du den noch nicht kennen solltest, ein absoluter Profi, wenn es um Film, um Auftreten, um sich selber präsentieren geht. Denn du bist nicht nur Filmemacher und Regisseur und Autor, du bist auch ein hervorragender Werbefotograf. Mhm, so habe ich angefangen. Cool. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, was wir alle, wir Frauen, heute von Felix lernen können, was so dieses Auftreten nach außen angeht. Ja? Mhm. Und deshalb würde ich ganz gerne mal von dir wissen, wenn eine Frau für sich entscheidet, dass sie nach außen gehen möchte, mehr Außenwirkung erzielen. Ja? Du kommst ja eigentlich heutzutage an Foto und Film überhaupt gar nicht mehr vorbei. Worauf sollte man als Frau unbedingt achten? Also das Allerwichtigste, würde ich sagen, ist, dass es ein authentisches Auftreten ist. Mhm. Ja? Also nicht irgendwie verkünstelt in irgendeine Schablone reinpassen wollen. Das funktioniert nicht. Mhm. Ja? Also es sind eigentlich die Dinge, die schon seit Jahrzehnten eigentlich auch gleich geblieben sind. Die Haare schön gepflegt, offen, ja, sieht bei dir auf jeden Fall gut aus, genau. Ah ja, was ist denn, es gibt ja auch Frauen, die mögen gern Pferdeschwanz und irgendwie, oder einen Zopf flechten, würdest du dann davon abraten? Das kommt ganz drauf an, wenn es jetzt um Business-Fotografie geht, mhm, oder wenn es jetzt Anwälte sind, dann passt das natürlich nochmal ein bisschen besser. Mhm. Aber es gibt ja auch Frauen, die haben immer einen Schal und wollen sich da so ein bisschen verstecken. Ah. Das sind so Punkte, da sollte man eher mal fragen, woran liegt das genau? Ja, mhm. Was möchte ich verstecken? Bin ich noch nicht ganz in meiner Kraft? Das sind sie ja dann bei dir auch genau richtig. Um dann auch einfach mal zu springen und einfach in die nächste Ebene zu gehen. Mhm, super. Und das spiegelt sich dann auch wieder auf dem Bild wieder, egal ob das jetzt fotografisch ist oder filmisch. Mhm. Nur bei einem... bei einem Imagefilm oder Werbespot ist es natürlich noch mal wichtiger, authentisch zu sein, mhm, weil das Bild kann nicht lügen. Ja? Ein Foto, da kann man, abgesehen von der Postproduktion, noch viel manipulieren. Also Postproduktion heißt, damit wir das einfach verstehen, im Nachhinein was bearbeiten, ja? Genau, okay, richtig. Also mhm, da haben wir teilweise schon Augen ausgetauscht, wenn jemand zum Beispiel sehr verkniffen geschaut hat, oder Augenringe. Das macht man jetzt bei einem Film weniger. Ja, das ist einfach viel zu aufwendig. Das heißt aber umgekehrt, wenn zum Beispiel eine Frau totale Bedenken hat, weil sie sagt, oh, ich habe immer so, das kann ich nicht machen, das Fotoshooting und wie das aussieht, das kann man also alles wunderbar im Nachhinein so ein bisschen, ich nenne es mal optimieren. Genau, ja, optimieren ist auch absolut erlaubt, ja. Wenn da jetzt irgendwo ein paar Unreinheiten sind, mhm, oder man hat dummerweise einen Pickel an dem Tag gekriegt, mhm, dann ist es überhaupt kein Thema. Aber darauf sollte man sich eigentlich auch jetzt gar nicht so stark konzentrieren. Also viele sagen immer, heute ist nicht mein Tag. Wenn man schon mit dieser Einstellung in das Shooting geht, genau, dann sieht man das auch in der gesamten Ausstrahlung. Mhm. Also lieber sich sagen, hey, ich bin heute gut drauf, mhm, und das wird das bestmögliche Ergebnis werden. Und dann ist es auch so. Also ich mache zum Beispiel, wenn ich weiß, ich bin vor der Kamera, mache ich morgens ein paar Liegestützen, um einfach so ein bisschen in meine Kraft zu kommen. Ja. Männer halt. Ja. Aber wirkt. Ja, ja. Definitiv. Schön. Und dann andere Sachen sind zum Beispiel jetzt, also Haltung ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das, ja, ist das Allererste. Okay, wie muss man denn sitzen? Also aufrecht vor allem. Okay, machen wir gleich mal. Genau. Und am besten... die Hände immer oberhalb der Taille halten, ja, das wirkt immer sehr selbstbewusst. Jetzt nicht irgendwie runterhängen lassen. Aber beim Foto meinst du jetzt, weil hier irgendwie, was würde denn hier machen? Wir können ja hier die... Du kannst dich hier auflegen, einfach auf die Lehnen, das passt. Ah. Bis da oberhalb der Taille, das passt. Absolut. Okay. Dann, genau, kannst ja du gleich mal gucken, ob sich bei mir jetzt gerade was verändert hat. Ja? Genau. Genau, also Haltung schafft Haltung, mhm, heißt ja nicht umsonst so. Mhm. Und... das wirkt viel stärker, ja. Also es, man sagt ja, dass der Inhalt meistens, glaube ich, nur so zu 15% wirkt. Schon die Präsenz, mhm, ist sehr entscheidend, mhm, ja. Auch in,
Bezug auf Vorstellungsgespräche, jetzt nicht nur für ein Foto oder für einen Film, sondern überhaupt jedes Mal, wenn man mit Menschen neu in Kontakt tritt, ist die Haltung sehr entscheidend. Wie geht man da rein? Was hat man für eine Energie? Mhm. Und wenn man da jetzt irgendwie so drin hängt, das zeigt natürlich jetzt nicht wirklich eine Motivation. Oder sich verstecken will. Oder sich verstecken, genau. Ja. Genau. Und das sieht man natürlich auch an den Haaren, wie stark man jetzt gerade bei Frauen mit der Weiblichkeit auf Linie ist. Mhm. Und das wirkt natürlich unter Frauen selber, aber auch Frauen in Bezug auf Männer. Ja. Spannend, sehr, sehr spannend. Also schon mal, was wir uns, glaube ich, merken können, ist tatsächlich, die Haltung ist total entscheidend. Und das sage ich jetzt aus Mindset-Richtung auch wieder, es wirkt in beide Richtungen, das darf man nicht vergessen. Denn du kannst zum einen sagen, okay, ich fühle mich nicht danach, mir ist halt nach Verstecken, mir ist nach mich klein machen, aber du wirst sehen, du kannst dich auch auf positive Art und Weise in eine bestimmte Haltung erstmal so ein bisschen reinzwängen, nenne ich es mal, obwohl du dich nicht so fühlst, aber dann wirst du merken, der Geist folgt auch dem Körper, das geht auch andersrum. Das heißt, in einer bestimmten Haltung verändert sich deine Geisteshaltung, das geht gar nicht anders. Genau, das ist wie mit dem Lächeln, ja, wenn ihr euch dieses Lächeln mehr antrainiert und mit jeder neuen Aussage wieder lächeln, immer wieder als Impuls nehmen, da kommt eine ganz andere Grundschwingung beim Gegenüber an. Ja? Und auch wenn man sich jetzt nicht danach fühlt, wir sind in beide Richtungen programmiert. Mhm. Ja? Und wenn wir das uns selber wieder ein Stück weit auferlegen, ich lächle jetzt, dann weiß der Körper auch wieder, okay, was gibt es da zu lächeln? Ja, tatsächlich. Und dann passt es wieder und dann stellt sich das ein. Ja. Deswegen gar nicht so lange dann um ein Problem oder irgendeine Herausforderung drehen, sondern sagen, okay, ich bin jetzt hier, jetzt machen wir dieses Shooting oder jetzt machen wir diese Aufnahmen und da möchte ich natürlich bestmöglichst wirken. Mhm. Und genau, deswegen Haltung, dann auch mit der Mimik, ja, auch sehr, sehr entscheidend, dann vor allem Augenblickkontakt halten, gerade wenn es zum Beispiel, wenn wir so Testimonial-Drehs machen, wenn wir beim Kunden sind und wir zeigen, wie irgendein Prozess funktioniert oder wir stellen eine Besprechung nach im Konferenzraum, dann wollen wir immer 3-4 Leute, die miteinander interagieren, sich was zeigen und alle sagen, oh, spannend, okay, super. Manchmal wird es ja auch nur bebildert und dann kommt ein Off-Text später drüber. Da ist es einfach wichtig, dass wirklich genickt wird, dass es immer eine sehr positive, helle, warme Atmosphäre geschaffen wird. Ja? Und die Mimik ist da natürlich sehr entscheidend, ja? Weil wir nehmen so viel unterbewusst auf, was überhaupt nicht gesprochen wird, was wir gar nicht hören. Das fühlen wir einfach. Ja? Wir sind da darauf programmiert, wie reagiert jemand, wie nimmt mich jemand auch wahr? Und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann müssen wir im Schnitt natürlich auch immer darauf achten, dass diese Momente dann rausfliegen. Ja? Das beste Beispiel ist zum Beispiel immer, ich habe mit Hochzeiten früher angefangen, mein Studium zu finanzieren. Viel Emotionen. Super viel Emotionen. Ja. Wenn da ein Bild dabei ist, wo die Braut irgendwie mal was kritisch anschaut, dann muss das Bild raus. Ja? Das passt nicht. Das Hochzeitspaar ist der King, wollte ich jetzt sagen. Das Königspaar. Das Königspaar, ja. Da darf nicht irgendwann, wenn man sich das anschaut, ein Zweifel aufkommen innerhalb dieses gesamten Films, dass da irgendwas nicht gestimmt hat. Ja? So ein Moment wird dann ausgesiebt. Da kann noch so was Schönes im Hintergrund passieren. Das muss dann anders aufbereitet werden. Genau. Kann sich natürlich auch auf die Einstellung gegenüber der Hochzeit und der Ehe auswirken, weil wenn der Film total schön ist, prägt das einen ja auch. Wohingegen, wenn man sich die eigenen Zweifel immer wieder anguckt, die vielleicht gar nicht mehr da waren, das Bild drückt es aus in dem Moment. Ja. Ja. Vielleicht noch ein Satz ganz kurz, weil du hast super schön die Testimonials erwähnt. Ja. Und es gibt jetzt auch Frauen, die sind noch nicht so sattelfest in ihrem Business oder haben noch nicht so den Erfolg. Testimonials sind ja diese Referenzen, die du dir einholst. Das heißt, jemand gibt für dich ein Feedback offiziell ab. Zum Beispiel würde der Felix, wenn er mir ein Testimonial gibt, jetzt eine Rückmeldung geben, wie meine Arbeit sich auf sein Leben ausgewirkt hat, wenn du eine Frau wärst. Ja.
Und die, die anfangen, sagen häufig, ja, aber ich habe da noch gar keine Kunden oder so wenig. Man kann sich auch jemanden suchen, mhm, aus dem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis, dem man mit dem, was man kann, schon geholfen hat. Und sich da ein Testimonial holen. Das einfach, ja, nur mal als kleine, mhm, Anmerkung zwischendurch. Weil Testimonials, da wirst du mir wahrscheinlich beipflichten, sind extrem wichtig für Erfolg. Das ist mitunter, auch ein Testimonial hat wieder eine Strahlkraft nach innen, ja, weil, mhm, das ist Feedback. Mhm. Für mich ist das einfachste Testimonial, ganz ehrlich, macht Screenshots mit euren iPhones, mhm, wenn ihr in einem E-Mail Lob und Anerkennung bekommt. Screenshottet das und macht ein Herzchen dran, mhm, und dann zieht ihr die alle in den Ordner rein und ihr werdet sehen am Ende des Monats, dass da ist immer irgendwas drin gewesen, ja, was euch wieder pusht und Energie gibt. Okay, cool, das und das hat gut geklappt. Und das kommt dann in den Ordner rein, welche Prozesse gut laufen, welche nicht. Das kostet kein Geld. Damit hat man schon mal so für sich eine Referenz, mhm, was lief gut. Super Tipp, vielleicht, mhm, nur ganz kurz. Bitte denk dran, entweder die Person stimmt zu, dass du es mit dem Namen machen darfst. Und wenn nicht, dann mache ich mir einen schwarzen Balken, genau, über den Namen. Ja? Nur man muss schon die Zustimmung sich einholen. Genau. Wenn ihr es teilen wollt, das wäre jetzt, ja, der nächste Schritt. Mhm. Ich meinte jetzt erstmal für sich selber, um das, super, in so eine Art Erfolgstagebuch, Dankbarkeitsbuch, gibt es ja alle möglichen Varianten, mhm, um das mal für sich abzuspeichern, mhm, und zu schauen, okay, wo werden meine Talente oder meine Fähigkeiten da draußen überhaupt erkannt? Ja? Weil viele, sehr, Sachen, gut, sind für uns ja selbstverständlich, ja, wo wir denken, okay, fällt mir alles nicht schwer, mhm, und wir nehmen das gar nicht mehr, ja, wir nehmen das manchmal gar nicht mehr so ernst, mhm, ja, wo andere aber auf einmal merken, wow, da bist du mir irgendwie zehnfach überlegen, da sollte man sich vielleicht dann irgendwie auch ein bisschen mehr darauf konzentrieren, wo kann ich diesen Mehrwert vielleicht sogar noch ausbauen, ja. Und der nächste Schritt ist dann natürlich, ich habe ja auch eine Gruppe mehr Kunden durch Videoanzeigen. Bei Facebook? Bei Facebook, mhm, genau, mhm, worum es dann geht, über Videoanzeigen seine Sichtbarkeit zu optimieren. Und dann kann man natürlich diese Testimonials hernehmen und die wieder als Referenzen in Umlauf bringen. Und dann würde ich natürlich die Namen kaschieren. Okay. Ja? Okay. Mhm. Das ist die Vorstufe, bevor man dann wirklich in ein Testimonial-Video geht, um, ich sag mal so, die ersten Case Studies schon mal so ein kleines bisschen in Umlauf zu bringen. Genau. Das heißt, ich kann dich, also ich muss gar nicht groß berühmt oder sonst irgendwas sein, ich kann dich auch buchen, um einen Imagefilm für mich machen zu können. Genau, richtig. Und da würdest du zum Beispiel dann auch, da gehen auch so Sachen wie, dass du, wenn ich Fotos habe oder so Screenshots, die kannst du einarbeiten dann in das Video. Das geht. Das würde auch gehen. Also bei mir gibt es verschiedene Varianten. Okay. Ich betreue auch große Konzerne wie die Bertelsmann Stiftung, mhm, für DM, für Bosch. Das sind wir natürlich in einem sehr hochpreisigen Segment, mhm, unterwegs. Das ist dann der klassische Imagefilm, mhm, ja, den ich als Kunden Auftragsarbeit mache. Es gibt bei mir aber auch Schritt für Schritt Anleitungen, mhm, um Filmaufnahmen oder auch seine Social-Media-Präsenz ein Stück weit geführt, so ein bisschen mal nach Zahlen selber zu machen, um diese Prozesse zu implementieren, super, selber mal ein bisschen zu probieren. Ab einem gewissen Level ist es natürlich dann doch wieder ratsam, einen Profi hinzuzuziehen, weil ich mache das ja schon seit 10 Jahren. Das kriegt man jetzt vielleicht nicht in so einem 8-Wochen-Workshop alles da reingequetscht, aber schon sehr viel, um die nächsten Schritte zu gehen, um daraus, okay, wieder neue Resultate und ja, die nächsten Erfolge einzustellen. Okay, also wenn ich dich richtig verstanden habe, mhm, wenn ich jetzt verstanden habe für mich, welchen unglaublichen Mehrwert wirklich so ein Video hat für mein Business und ich könnte mir noch nicht leisten, einen Vollprofi wie dich zu engagieren, dann könnte ich dieses Videotraining, das du hast, glaube, mhm, ich 8 Wochen hast du gesagt, dann könnte ich das buchen, mhm, und da kriege ich von dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Genau. Also auch mit so Tipps, wie du es gerade erklärst, aber auch, mhm, wie erstelle ich ein Video und von so. Von A bis Z. Also dann hat man am Ende, mhm, da sind Interviewpassagen mit drin, mhm, Auswahl der Musik, über, ach, also man hat am Ende, ja, einen 3 bis maximal 5-minütigen Imagefilm, wow, um seine Dienstleistung oder sein Team, je nachdem in, mhm, welcher Größe ihr seid, schon mal vorstellen zu können.
Genau. Super. Jetzt haben wir schon jede Menge gelernt hier von dir. Also ich habe schon meine Haltung optimiert. Die Hände, ach so, Hände eine Sache drauf, noch. Ja? Kleidung natürlich. Ne? Oh, okay, Kleidung. Also was natürlich auch immer wahnsinnig schön ist, du trägst es glücklicherweise heute. V-Schnitt ist, mhm. Also ich als Mann trage ganz gerne immer, ich bin auch sehr schlank geschnitten. Mhm. Ich bin groß, ich brauche da eher so ein bisschen was mich ein bisschen stämmiger macht. Deswegen trage ich rund. Ach, rund macht stämmig? Also vor allem, wenn es enger anliegt. Genau. Okay, das heißt wiederum, wenn eine Frau sehr dünn ist, mhm. würdest du ihr das empfehlen, dass sie vielleicht nicht ganz so dünn wird, ganz so, wenn sie stärker wirken möchte, je nachdem. Mhm. Aber ansonsten ist V-Ausschnitt zu bevorzugen. Genau, das macht das alles natürlich noch mal ein bisschen weiblicher, klar. Aber so, und jetzt weiß ich, warum ich keine Rundkrägen mag. Danke, jetzt weiß ich das auch endlich. Okay, gut. Was man noch auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten sollte, dass sich Vordergrund von Hintergrund ein bisschen absetzt. Mhm. Ja. Haben wir das hier? Das haben wir, definitiv. Okay. Also das Rot, das kommt, glaube ich, im Hintergrund nicht nochmal vor. Und dass auch die Farben miteinander arbeiten. Also du hast mhm. zum Beispiel den Lippenstift auf dein Oberteil abgestimmt. Mhm. Das ist immer sehr schön. Dann sollte auch der Kontrast nicht zu groß sein zum Hintergrund. Also zum Beispiel, wenn jetzt hinten alles schwarz ist, sollte ich jetzt kein weißes Hemd tragen. Ja? Okay. Das wirkt dann nicht mehr schön. Mhm. Also das sollte sich relativ homogen gestalten. Ich mache das in der Regel so, ich lasse mir per iPhone einfach ein Bild schicken von der Location, wo wir dann am nächsten Tag sind. Ah, okay. Und dann können wir das schon mal so grob ins Auge fassen. Ich habe aber, wenn ich jetzt wieder so ein Interview gebe wie jetzt heute, mhm. In der Regel dann auch Auswahlkleidung dabei, dass ich nochmal wechseln kann. Mhm. Oder man zieht nochmal, ich habe so ein bayerisches Jankerl, mhm. das gibt mir dann auch immer die Möglichkeit, dann nochmal ein bisschen entgegenzuwirken. Also am besten immer in so mittleren Tönen bleiben, sage ich dann ganz gerne, wenn wir wenig Zeit haben, mhm. dann bitte eher in den Grautönen, nicht schwarz oder weiß, weil das ist in der Regel mhm. dann... Oder, also bunt ist okay, wenn ich Farbe... Bunt ist okay und okay. Vor allem bitte keine Längs- oder Querstreifen. Aha. Das ist auch eher immer schwierig, mhm. gerade auch wenn man mit Tiefenstaffelung arbeitet, Vordergrund, Hintergrund. Genau, was gibt es noch? Gott sei Dank, ich hätte fast eine rot-weiß gestreifte Bluse angezogen. Den Fauxpas schon ja. mal vermieden. Haben wir Glück gehabt, genau. Haben wir alle Glück gehabt jetzt. Ja, man lernt nie aus, ja. Und eins noch, große Frauen dürfen große Muster mhm. und kleinere oder eher kleinere Muster. Ja. Also nicht da entgegenwirken. Mhm. Das wirkt dann ganz gut. Immer Lächeln hatten wir schon. Dann, wenn man jetzt zum Beispiel einen längeren Vortrag hält oder auch vor der Kamera, das ist dasselbe, sollte man vielleicht so kurze Sprachübungen machen. Ja? Okay. Zum Beispiel, es gibt ja solche Redewendungen, so Fischers Fritz fischt frische Fische. So. Also das würde ich vor dem Video würde ich das sagen. Genau. Fischers einfach, Fritz fischt frische Fische. Genau. Frische Fische fischt Fischers Fritz. Genau, siehst du, und du musst jetzt lachen und... Das ist zwar was ganz Banales, wir kennen das alle, aber irgendwie führt es zu einer, ja, ich würde mal sagen, humorvollen, zu einem humorvollen Einstieg. Mhm. Und das schafft da auch wieder eine Atmosphäre. Ja? Stimmt, und dadurch ja, sind ja. wir dann schon wieder in einer ganz anderen Energie, wenn es dann wirklich losgeht. Ist das ja. egal? Darf ich auch Blaukraut, ich krieg den nie raus. Okay, aber es wäre völlig egal, welchen ich mir aussuche. Genau. Auch das macht Spaß. Ja, cool. Das passt. Cooler absolut. Trick. Genau. Und was auch viele nicht wissen, gerade wenn man jetzt eine Podiumsdiskussion, irgendwie, es geht länger, ja, es gibt mhm. ja auch so... So Shows im Fernsehen, wo man eine mhm. Stunde ist man in einer Gesprächsrunde, dann sollte man wirklich aufpassen, dass man nicht vorher zu viel Zucker isst. Ja, jetzt sich nicht mhm. noch vorher irgendwie am Buffet die Twix und irgendwelche Kinderriegel oder irgendwas reinpfeifen. Jetzt nicht wegen der Linie, sondern weil das den Speichelfluss wow. nochmal erhöht. Und dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger,
ja, eine trockene Aussprache das ist total unter Kontrolle zu behalten. Zucker erhöht den Speichelfluss. Richtig, ja. Wow, ich sage, ich lerne von dem Mann wirklich immer jede Menge dazu. Und Zucker pusht natürlich. Es, genau. Also es hebt ja den also sozusagen um ruhig und stabil zu wirken, ja. Ist es dann auch eigentlich kontraproduktiv. Richtig, ne? Lieber eine Banane vorher essen, die hält das ein bisschen länger aufrecht, als ich jetzt kurz vorher noch irgendwie eine Dextro-Energie oder wie diese, also ich halte von den Sachen sowieso nichts. Ich gehe da eher über ganz natürliche, einfach Obst. Kaffee ist für die Stimme auch schlecht, oder? Oder stimmt das gar nicht? Zumindest für die Zähne. Wie man bei mir sieht. Naja, aber wenn du erstmal in Hollywood bist, ja, da kriegen alle professionell Bleaching. Genau. Kannst du das dann wegmachen lassen. Cool. Ja, aber super, super Tipps. Ganz, gerne. Ganz großartig. Also, ich glaube, du konntest jetzt schon jede Menge mitnehmen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas auf Lager, irgendeinen abschließenden Tipp, wo du sagst, liebe Frauen, das nicht oder das schon? Liebe Frauen, bitte nicht verstecken, bleibt einfach ihr selber und go for it. Ja? Es hilft euch allen nichts oder jeder von euch wird mit Sicherheit einen Impact für eine größere Gruppe auslösen können, wenn ihr euch nicht versteckt. Und redet über eure Ziele, Wünsche, Träume, Visionen, nur so kann euer Umfeld euch unterstützen und nur so könnt ihr euch stetig verbessern und wieder vorwärts kommen und damit auch wieder euer Umfeld pushen und dazu beitragen, dass es uns allen eben wieder besser geht und wir alle vorwärts kommen. Deswegen bitte nicht verstecken, einfach machen, Projekte installieren und immer ins Gespräch gehen. Stammtische aufbauen. Netzwerken. Das ist so, so wichtig. Weil da draußen sind so viele, die sind auch alle auf der Suche. Wir wollen alle in Gemeinschaften sein. Und so wie wir auch uns jetzt hier wieder eigentlich auch beraten auf eine gewisse Art und Weise. So funktioniert das Leben und das kann alles nur dann funktionieren, wenn wir sichtbar werden. Das ist das A und O. Und nur dann können uns andere helfen. Und wir wieder anderen helfen. Genau, und das ist ja, was eine echte Soldieress einfach im Auge hat. Ja? Selber zu erblühen, sich höhere Ziele zu setzen, um dann ein Beitrag auch für die Welt zu sein. Und ganz ehrlich, wir Frauen, wir tragen doch alle etwas im Herzen, was wir teilen wollen. Und da kann ein Mann wie Felix, meiner hat uns ganz hervorragend helfen dabei. Also erstens mal, deine Tipps sind sowieso Gold wert. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und vielleicht sagt jetzt die eine oder andere, dieser Typ ist der Hammer. Ich will es gleich professionell. Ich will von dem lernen, wie findet man dich, Felix? Also natürlich findet man dich, außer Frage. Aber was ist der einfachste Weg, um dich zu finden? Also ihr könnt einfach googeln, Felix Meinhardt. Die Webseite ist felixmeinhardt.com. Ihr könnt in die Facebook-Gruppe beitreten, mehr Kunden durch Videoanzeigen. Da kriegt ihr ganz viele Tipps und Tricks, um einfach mal so meine Welt ein bisschen besser unter die Lupe nehmen zu können. Und wenn ihr ganz konkrete Anliegen habt, schreibt mich direkt an und dann finden wir da einen Termin. Und dann berate ich euch auch gerne im Detail, wo auch immer der Schuh klemmt. Sehr schön, super. Ich freue mich über jede, die zu dir findet. Ich weiß, bei dir ist sie gut aufgehoben. Und ich danke dir nochmal für deine Tipps, für deine Zeit und auch auf deinem Weg allen Erfolg der Welt, Felix. Sehr gerne, Sylvia. Let's go. Let's go.